Hi! Wenn ihr schon immer wissen wolltet, in welchem Land es zwei von der Universal Post Union anerkannte Postanstalten gibt, dann bleibt dran! In Kirgisistan gibt es zwei Postbetreiber. Zum einen die staatliche kirgisische Post und zum anderen die private kirgisische Expresspost. Dank freundlicher Unterstützung der kirgisischen Expresspost möchte ich heute speziell auf die Ausgaben des privaten Postbetreibers näher eingehen. Doch wo liegt Kirgisistan überhaupt? Kirgisistan ist ein Binnenstaat in Zentralasien mit rund 6,5 Millionen Einwohnern. Kirgisistan selbst ist sehr gebirgig. Das Land grenzt im Norden an Kasachstan, im Osten an China, im Süden an Tadschikistan und im Westen an Usbekistan. Hauptstadt und mit rund 1 Million Einwohnern ist die Stadt Bischkek. Weitere wichtige Städte sind Osh, Jalalabad und Karakol. Der Sitz der kirgisischen Expresspost befindet sich in der Hauptstadt, Bischkek. Am 7. Dezember 2012 wurde die kirgisische Expresspost in den Status des zweiten benannten Postbetreibers Kirgisistans erhoben. Dieser Status wird durch das Rundschreiben 83 des Universal Postal Union International Bureau, kurz UPU, vom 21. Mai 2013 offiziell bestätigt. Damit ist Kirgisistan das einzige Land mit zwei von der UPU anerkannten Postanstalten. Der Status des zweiten benannten Postbetreibers ermöglicht es der kirgisischen Expresspost, Briefmarken herauszugeben und als echtes Zahlungsinstrument für alle Arten von Postdiensten zu verwenden. Am 18. November 2014 hat die kirgisische Expresspost dann ihre ersten Briefmarken herausgegeben. Zu sehen die ersten Ausgaben der kirgisischen Expresspost. Michelnummer 1 bis 4. Die Marken wurden anlässlich des 140. Jahrestages der Universal Post Union am 18. November 2014 verausgabt. Die erste Blockausgabe, Block Nummer 1 mit Michelnummer 5, erfolgte auch, wie die zuvor gezeigten Marken, anlässlich des 140. Jahrestages der Universal Postal Union am 18. November 2014. Am 10. November 2014 erschienen dann auch schon die letzten Ausgaben für das Jahr 2014. Hier abgebildet Michel Nummer 6 bis Michel Nummer 9. Die Marken wurden anlässlich der Fauna von Kirgisistan herausgegeben. Die Briefmarken für staatliche wie auch private Postbetreiber werden staatlich zentral von Kirgisstamps herausgegeben. Die Briefmarken der beiden Postanstalten lassen sich auch sehr einfach unterscheiden. Zu sehen auf der linken Seite die Blockausgabe 90a der kirgisischen Post. Auf der rechten Seite dagegen die Ausgaben der kirgisischen Expresspost, Blockausgabe 25. Anhand des Logos der kirgisischen Expresspost, das sich auf den Briefmarkenausgaben befindet, lassen sich so nun die Markenausgaben der kirgisischen Post und der kirgisischen Expresspost sehr leicht voneinander unterscheiden. Alle Markenausgaben werden auch im Michel-Katalog geführt. Und jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf die aktuellen Ausgaben der kirgisischen Expresspost. Am 18. März 2021 wurden die hier abgebildeten Marken Michelnummer 166 bis 169 anlässlich gefährdeter Fische verausgabt. Diese sind dokumentiert im sogenannten Red Data Book. Am 31. März 2021 wurde die hier abgebildete Marke Michelnummer 170 anlässlich des Vogel des Jahres, der Bartgeier, verausgabt. Am 17. April wurde dann die hier abgebildete Michelnummer 171 anlässlich des Weltzirkustages zu Ehren von Juri Nikulin, einem Artisten und Darsteller, herausgegeben. Am 18. Mai wurden die hier abgebildeten Marken verausgabt. Michelnummer 172, 73 und 74. Diese zeigen die Saimalu Tash Petroglyphs. Saimalu Tash ist der Ort der gemusterten Steine. Hierbei handelt es sich um eine archäologische Stätte mit Petroglyphen in Kirgisistan. Diese Stätte wurde 2001 von Kirgisistan auf seine Vorschlagsliste für das UNESCO-Welterbe gesetzt. Am 8. Juni 2021 erschien aufgrund des 50. Jahrestages der ersten orbitalen Raumstation Salyut die hier abgebildete Michelnummer 175. Aufgrund des internationalen Jahres von Obst und Gemüse im Jahr 2021 erschien die hier abgebildete Michelnummer 176.
Auf Basis einer gemeinschaftlichen Markenausgabe zwischen Kirgisistan und Kroatien erschien am 31. Dezember 2021 anlässlich dem Schutz des Spechtes die hier abgebildeten Michelnummer 177 und 178. Corona machte auch vor Kirgisistan nicht halt. So erschien am 31. Dezember die abgebildete Michelnummer 179 und 180 mit dem Motto Covid und wir. Die abgebildeten Marken Michelnummer 181 und 182 zeigen den Pamir Highway. Auch diese wurde am 31. Dezember verausgabt. Ausgabegrund für die hier gezeigten Marken Michelnummer 183 bis 186 war die Ehrung großer Persönlichkeiten wie Walter Scott, Johannes Kepler, Fjodor Mikhailovich Dostoevsky und Albrecht Dürer. Auch diese Marken wurden am 31. Dezember verausgabt. Die letzte Markenausgabe der kirgisischen Expresspost ist nach dem chinesischen Kalender dem Jahr des Tigers gewidmet. Zu sehen Michelnummer 187. Nach dem traditionellen chinesischen Kalender ist das Jahr 2022 das Jahr des blauen Wassertigers. Es beginnt am 1. Februar 2022 und endet am 21. Januar 2023. Grundlegend ist es der kirgisischen Expresspost erlaubt, im gesamten Land zu agieren. Das Unternehmen hat sich jetzt aber auf den internationalen Postversand spezialisiert. Daher gibt es auch nur Posttarife für internationale Sendungen. Weiterführende Informationen dazu findet ihr auf der Homepage. Die Philatelie-Seite der kirgisischen Expresspost erreicht ihr ganz einfach über www.stamps.kg und dann seid ihr auch schon auf der Homepage. Die Seite ist standardgemäß auf Englisch, aber ihr habt die Möglichkeit, rechts oben in der Menüauswahl die Sprache auf Deutsch umzustellen. Die Website lädt neu und die Menüpunkte sind alle auf Deutsch abgebildet. Leider wird nicht die komplette Website ins Deutsche übersetzt. Ihr findet aber beispielsweise hier unter Neueste Ausgaben die neuesten Informationen. Wenn wir etwas nach unten scrollen, dann sehen wir die Ankündigung der neuen Posttarife der kirgisischen Expresspost. Und wenn wir den Menüpunkt als Beispiel mal auswählen, und wenn wir es dann auswählen, dann sehen wir, wie sich die Posttarife für die kirgisische Expresspost verändert haben. Gehen wir nun weiter auf unsere Briefmarken. Hier werden alle Ausgaben der kirgisischen Expresspost aufgeführt. Und nicht nur das, ihr findet auch viele weiterführende Informationen. Diese sind aber alle auf Englisch. Wenn ihr euch diese anschauen wollt, als Beispiel das Jahr des Tigers, dann geht ihr einfach auf Newsletter, in dem Fall Nummer 83. Anschließend landet ihr auf dieser weiterführenden Seite und bekommt detaillierte Informationen über die Markenausgabe. Und wenn wir da etwas nach unten scrollen, dann erhaltet ihr weiterführende Informationen zur herausgegebenen Briefmarke. Wie beispielsweise die Größe der Briefmarke, das Papier oder wie viele Ausgaben hergestellt wurden. Folglich könnt ihr euch über die Homepage der kirgisischen Expresspost detailliert über die Markenausgaben sowie Posttarife informieren. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Nochmal einen herzlichen Dank an die kirgisische Expresspost für die Bereitstellung von Briefmarken und weiterführenden Informationen rund um dieses spannende Thema. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!